Ich grüße euch, Freunde des Antitos, und willkommen zurück zu Dead by Daylight und zu einer neuen Folge Kamera schaut drüber. Heute ein Video von Alexis, sie spielt den Henker und wir schauen kurz in Perks und Addons, bevor es hier wieder richtig abgeht. Gespielt wird mit einem braunen und einem gelben Addon. Das braune ist Reichweiten-Addon und das gelbe ist ein Aufladezeitverringerungs-Addon. Was ein Satz. gespielt wird mit Pentimento, Schmerzensecho, Lightborn und Spielzeug. Das Video hier ist natürlich schon ein paar Tage älter, sag ich mal. Von daher haben wir hier noch das alte Schmerzensecho. Und auch noch das alte Deadheart. Mal sehen, was hier so passiert. Gespielt wird auf Gedenkinstitut. Und da haben wir schon gleich eine Mac, die anscheinend AFK ist. Yay. Und genau wie ich kennt Alexis hier keine Gnade. Fehler werden hart bestraft. Ja, wer sich für eine Runde anmeldet und dann AFK geht, selber schuld. Na? Selber schuld. Gleich der erste Geißelhaken. Und ein super schneller erster Down auf Larrys. Super, super wichtig eigentlich, da schnell Druck aufbauen zu können. Ich würde gleich wieder umdrehen, ne? Macht Alexis aber nicht. Vielleicht ja jetzt doch. Sie. Also ich wäre instant umgekehrt. Weil du bist nicht in der Chase. Da wurde gerettet. Was sollst du woanders hinlaufen, ne? Du weißt ja eigentlich genau, wo Leute sind. Ja, sie dreht auch um, guckt jetzt hier. Oh, da wird sich geheilt. Alter, die... Was ist mit der Mac los? Ja. Oh, schön angetäuscht, aber war ein bisschen zu spät. Da hatte jemand Flink dabei und, schnell und leise, also quick and quiet. Hat die Claudette auch dabei. Da gibt es einen schönen Slap. Die Palette lässt sie stehen, was super, super smart ist von Claudette. Das war Trick 17 anscheinend. Oh, und da, das war, ja. Das Fenster war zu, ja, wie sage ich das? Da hat sie, hat Claudette sich zu viel zugemutet, sage ich mal, an der Stelle. Und dann geht es an den nächsten Geißelhaken. Sehr schön. Und da hatte mein Video gerade einen Hardcore-Hänger. Oder vielleicht die Aufnahme sogar. Das kann ich immer schlecht abschätzen bei Alexis. Weil sie macht das ja von der PlayStation. Das war ja mal super, super Zucker. Diese M2 war ja mal mega geil. Also Alexis hat hier den Druck auf ihrer Seite. Ja, von Startbeginn an. Dank der AFK-Mac natürlich. Ja, darf man nicht vergessen. Und da war eine Mikaela mit einer Flashlight. Flashlight ist ja nicht effektiv gegen Alexis durch Lightborn. Aber Alexis spielt ganz gerne so, dass sie das immer so ein bisschen verschleiert. Um halt Flashlight-Saves rauszubaiten. Und Mikaela ist das nächste Opfer. Und dann haben wir alle von Spielzeug betroffen. Das heißt, wenn die dann anfangen, ihre Spielzeuge wegzumachen, dann triggert Pentimento rein. Was das Ziel dieses Perk-Builds ja ist. So, sehr schön. Alle mal einen Haken gehabt. Das heißt, wir haben jetzt vier Spielzeuge. Da war schon das erste kaputt. Da geht schon das erste Pentimento. Oh, die sind alle hier. Oh Gott, Palette. Eins, zwei und weg damit, genau. Ah, ich wäre nämlich Claudette hinterhergelaufen, weil die hat Mikaela jetzt abgezogen. Ja. Deswegen hätte sie, glaube ich, noch einen richtig guten Hit auf Clödi setzen können. Und die hat auch schon durchgeheilt. Das ist natürlich noch das alte Heilsystem, aber ich glaube, es war ziemlich schnell. Sehr schön. Ich denke, wir schaffen das auf Claudette vielleicht, ja. Aber die sind, bis auf eine Person, sind alle ahnungslos. Und das auf Larrys ist schon echt eine fiese Nummer, muss ich sagen. Also Spielzeug auf Indoor-Maps ist super stark. Der erste Gen geht an. Da wird ein Totem gecrushed. Und ja, die haben dich nicht gehört. Einer ist hier fleißig dabei, Totems zu crushen. Richtig schöner Hit auf die Mac. Wunderbar. Das heißt, Spielzeug läuft jetzt langsam aus, aber dadurch kommt Pentimento zu tragen. Und die Mac hast du safe. Oppenheim 2 will sie versuchen und schafft sie auch noch.
Oh, ich meine, also ich persönlich wäre für den sicheren M1 gegangen. Aber Alexis denkt sich, no way. Und klatscht einfach die Mac mit der M2 um. Krass. Und wenn Alexis jetzt schlau ist, dann wartet sie mit dem Aufstellen der Pentimentos. Macht sie aber nicht, bis sie die restlichen Totems auch gecrushed haben. Da wird die Mac wieder instant gerettet. Ich würde einfach wieder umdrehen sofort und sofort wieder dahin gehen. Die retten sehr waghalsig oder der Retter ist noch von Spielzeug betroffen. So, wir haben jetzt hier drei Pentimentos, Leute. Das habe ich selber auch schon geschafft. Also höher als drei habe ich selber noch nie geschafft. Sprintboost auf Mikaela. Sehr schön gedodged den Schlag. Wobei ich einfach sagen muss, der hätte connecten müssen. Aber trotzdem hat sie schön gedodged mit Sprintburst. Da war das letzte Spielzeug weg. Das Spielzeug ist deaktiviert. Aber es stehen dennoch zwei Totems auf der Map, die nicht. Aber das macht sie sehr schön hier. Schön den Flashlight blind gebaitet. Oh, Alex ist einmal auf Wiesen gekloppt. Jetzt wird gecaged. Safe. Jawohl. Große Stärke vom Henker ausspielen. Einmal cagen. Also, Spielzeug ist nicht mehr aktiv. Oh, der tat. Ah, Palette. Ja, das war abzusehen, dass die Palette jetzt kommt. Aber sie rennt weiter, sie spielt es nicht aus. Ist gegen den Henker aber auch sehr schwer, muss man einfach sagen. Da geht die M1, aber daneben. Und, wieder jetzt wird Alexis ein bisschen nervöser, geht die nächste Palette runter. Und jetzt aber, jetzt kommt der M1. Jetzt kommt der M1 hier sehr schön mit Blattlast. Oder hat sie noch Pentimento, ich meine, Pentimento sage ich schon. Spielzeug? Nee, ich glaube nicht. Also zwei Totems leuchten da rot. Nee. Das heißt, zwei Leute sind noch von Spielzeug betroffen, obwohl das Perk ja ausgegraut ist. Nein, das sind die. Ah, jetzt sehe ich alles klar. Das sind die Pentimento-Totems. Und da hinten sind noch zwei Stück, die musst du jetzt noch anzünden. Und dann hat sie fünf Stacks auf Pentimento, Leute. Das habe ich selber noch nie geschafft. Und wenn das fünfte Totem brennt, dann blockiert der Entitus alle Pentimento-Totems. Man kann sie nie wieder zerstören. Und sie schafft das tatsächlich. Jawohl. Fünfmal Pentimento. GG, liebe Survivor. Das ist jetzt. Jetzt kann Alexis machen, was sie will. Jetzt hat sie ein bockenstarkes Perk, was nie wieder ausgeschaltet werden kann. Fünfmal Pentimento-Totems. Das habe ich selber noch nie geschafft. Ja, sehr gut. Mac will sich die Paletten aufheben. Ja, aber da hat sie jetzt wirklich gemissplayed, die Mac. Und ja, sie ist auch noch durch die Grütze gelaufen. Das heißt, jetzt kann sie gehankert werden. Das heißt, der erste Kill geht raus jetzt. Also eigentlich egal, ob Alexis die jetzt aufhängt oder eben hankert. Das ist egal. Tod ist tot. Da, letztes Urteil und weg damit. Ja, und fünfmal Pentimento. Da haben die Survivor jetzt richtig was zu knabbern. Weil, wie gesagt, die Totems kriegst du nicht mehr platt jetzt. Ja, drei Gents sind gemacht, zwei sind noch da, drei Survivor sind am Leben. Eigentlich noch machbar. Aber Larrys ist schon echt böse. Böse, böse, böse. Kann böse für beide Seiten sein. Larry ist eigentlich eine gute Survivor-Map, wie ich finde, weil viele Fenster, viele Vault-Möglichkeiten. Der Killer muss oft um die Ecke denken, ne? Viele Räume vor allen Dingen. Aber wenn man als Killer gut ist, gerade der Henker hat so schön Potenzial, weil der kann ja mit seiner Fähigkeit durch die Wände schießen. Hat er auf Larrys auf jeden Fall auch gute Karten. Aber die Survivor müssen aktiv werden. Ja.
Genau, da haben wir Clydia. Und die. Ah, und die Jill. Und ja, da geht der Hit auf die Jill, ne? Weil die sich gesandbaggt haben. Auf der, an der Palette gesandbaggt, Leute. Ey. Das ist ärgerlich. Ja, aber Jill verletzt und Clydia verletzt. Und jetzt. Ja, du hättest schwingen können, Alexis. Weil es war mir klar, dass die Claudette das Fenster nehmen will. Generell immer, wenn es Survivor auf Larrys da hochlaufen. Wir wollen das Fenster nehmen. Da könnt ihr ja ruhig mal hinterher schwingen. Oh, au, au, au. Oh, ja, 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 ja. Da, oh, Palette jetzt. Ah, sie wartet. Die Clue, die wartet, die Palette. Gar nicht mal so dumm von der Claudette. Na, kommt jetzt. Ja, Alexis kann sich ein bisschen Zeit lassen, keine Frage, aber Alexis respektiert hier zu hart die Palette und das nutzt Clody aus. Clody nutzt aus, dass du die Palette respektierst. Da hat sie Palette geschmissen. Ja, jetzt, ah, Claudette macht schon einen guten Job, aber jetzt hat sie gefailt. Ja, hat sie gefailt. Ah, und da wird gecaged. Ah, und der nächste Gen geht an. Ja, die arbeiten zusammen, die Survivor, um halt den Malus von Pentimento an der Reparaturgeschwindigkeit auszugleichen. Das ist natürlich sehr, sehr clever. Ja, allerdings, da ist Claudette am Haken im Käfig. Ein Gen, drei Survivor. Es ist machbar für die Survivor. Die können das hier auf jeden Fall noch wuppen. Da ist, die Jill läuft hier. Ja, das meine ich. Oh, Michaela ist auch hier. Oh, da wird natürlich geswappt auf Michaela. Ah, die, ah, da, Quick and Quiet, sehr schön. Das Fenster schön genommen. Ja, da ist das nächste Fenster. Da hätte ich da durchspringen können. Sie war sich aber unsicher wegen der Fähigkeit, denke ich mal. Da geht der M1 rein, stirbt jetzt Clydie im Käfig. Und da schafft die Jill es noch, rechtzeitig zum Cage. Aber Michaela, nee, Clydie stirbt im Cage. Jill war aber schon da, hat es aber nicht mehr rechtzeitig geschafft. Und Daddy Jill, die jukt so ein bisschen, ja. Alexis lässt sich hier zu leicht ein bisschen juken von der Jill. Ah, das, die M2 war ziemlich gut gesetzt, aber das hat die Jill predicted. Okay, zwei Survivor, ein Gen, immer noch machbar. Wenn die Jill lange genug durchhält in der Chase, kann Michaela. Der war böse. Aber Palettenverschwendung natürlich. Das ist eigentlich eine starke Gottpalette. Hat sie verschwendet, natürlich, ne? Ich meine, der Stun war böse, aber jetzt ist eine gute Palette weniger auf der Map. Und Alexis hat die Chase gedroppt. Ja, ja, ja. Hier ist Blut. Was zum. Ja, genau, genau. Gut gemacht, Alexis. Sehr gut gesehen. Ja, da steht sie einfach. Aber genau das, was ich gesagt habe, ne? Die Jill wollte lang genug durchhalten, damit Michaela den letzten Gen durchwuppern kann. Ja, da ist ein Geißelhaken. Da kommt Schmerzensecho rein. Sehr schön. Und das war so... Ah, Michaela war sogar dead on hook. Also hat Jill jetzt eine Chance auf die Hedge. So wie ich die Alexis einschätze, wird sie die Hedge wahrscheinlich gönnen. Wir schauen mal, wie lange geht das Video noch. Aber geht gar nicht mal ganz so lange. Also entweder findet Alexis die Hedge und gönnt sich mal einen verdienten 4K. Oder Jill findet die Hedge vor ihr. Bin gespannt, Leute. Es war auf jeden Fall eine sehr packende Henkerrunde. Oh, da wurde gefunden. Und was macht Alexis jetzt? Wartet sie jetzt? Oder gönnt sie sich mal einen verdienten Sieg? Alexis gönnt sich mal einen verdienten Sieg hier, denke ich mal. Einen verdienten 4K. Das hat man wirklich selten bei Alexis. Normalerweise hat sie immer die Spendierhosen an. Aber verdient ist verdient, muss man mal sagen. Wobei die Tore weit auseinander liegen, ja, also Jill kann es immer noch schaffen. Ja, die Tore liegen weit auseinander.
Also theoretisch machbar. Ja. Aber sie ist hier nirgendwo dran. Aber der Fußweg ist schon echt enorm weit. Ich denke, Jill schafft es easy aus dem Ausgangstor raus. Sollte Jill auf jeden Fall schaffen. Na? Die Zeit schon zur Hälfte runtergerattert. Wo geht Jill jetzt hin? Da ist sie auch nicht dran. Nee. Ah, jetzt wird es aber knapp hier. Es ist spannend, Leute. Also, ich glaube, da geht sie jetzt raus. Ich glaube, da ist das Tor jetzt offen, dann steht sie da und T-Bag. Safe. Ja, da ist sie. Ja, sage ich doch. Kann sie gehen? Ja. Okay. Ich habe gesagt, du schaffst das durchs Tor. Die Tore lagen nicht sehr gut für den Killer. Kann sie auf jeden Fall schaffen. Hat sie auch geschafft, natürlich. Und das war eine sehr schöne Henkerrunde auf jeden Fall, Alexis. Eine super schöne Henkerrunde. So, wir gucken nochmal, dass wir auf den Endbildschirm kommen. So. Alexis, super schöne Henkerrunde. Tut mir leid, dass das Video jetzt erst kommt. Ich hänge super krass hinterher. Ne? Aber trotzdem, fünfmal Pentimento habe ich selber noch nie geschafft. Bei dir das erste Mal gesehen, dass es überhaupt einer schafft. Und super, super nice. Aber die Survivor waren gegen Ende immer noch voller Hoffnung. Also es war wirklich eine spannende Henkerrunde. Hat mir sehr gut gefallen. Und wenn es euch auch gut gefallen hat, liebe Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut mal bei Alexis auf den Kanal vorbei. Link in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.